Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ich möchte, dass ihr diesen Vers in der ersten Person liest, als wäre die Offenbarung zu euch gekommen. Ich möchte, dass ihr euch in den Propheten sallallahu alaihi wasallam hineinversetzt. Als der Gesandte geboren wurde, wuchs er ohne Vater auf, da dieser bereits verstorben war. Muhammad a.s. wuchs zunächst bei seiner Mutter auf. Doch auch die Mutter starb, als er 6 Jahre alt war. Der Prophet s.a.w. wurde schon in jungen Jahren zum Waisenkind und wuchs sodann bei seinem Großvater Abdul Muttalib auf. Doch auch der Großvater lebte nicht lange. Und Muhammad s.a.w. war allein, ohne Vater, ohne Mutter. Und nun war auch sein Großvater gestorben. Da begann sich sein Onkel Abu Talib um den jungen Muhammad zu kümmern. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war niemals für ein Laster bekannt. Während die Quraysh unzählige Laster und barbarische Manieren hatten, hatte Muhammad alaihissalatu wasallam vorzügliches Benehmen und war als die vertrauenswürdigste Person Mekkas bekannt. Als die erfolgreiche Geschäftsfrau Khadija radiallahu anha einen Vertreter für ihre Geschäftsreisen suchte, wählte sie dafür Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus, da sie sich auf ihn vollkommen verlassen konnte. Khadija radiallahu anha war von Muhammad sallallahu alaihi wasallam so beeindruckt, dass sie ihm die Ehe anbot. Und so wurde Khadija radiallahu anha die erste Frau des Propheten. Als der Gesandte im Alter von 40 Jahren die erste Offenbarung erhielt, geschah dies in der Höhle Hira. Der Prophet liebte es, dort zu sein. Immer wieder hatte er sich in die Höhle zurückgezogen, um dort nachzudenken. Und eines Tages geschah in der Höhle etwas Besonderes. Der Prophet a.s. war ganz alleine. Da erschien plötzlich ein Mann und sagte: "Lies." "Ich kann nicht lesen", sagte der Prophet a.s. Da packte ihn der Mann und wiederholte: "Lies." "Ich kann nicht lesen", wiederholte der Prophet. Jibril a.s. packte den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch fester, dass der Prophet dachte, er würde sterben. "Lies", sagte Jibril a.s. erneut. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte: "Ich kann nicht lesen." Da sagte Jibril a.s.: "Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste." Als Jibril a.s. den Propheten wieder freiließ und aus der Höhle ging, sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril a.s. in seiner wahren Gestalt. Jibril war so groß, dass er den gesamten Himmel verdeckte. Bisher sah nur der Prophet Jibril a.s. in seiner natürlichen Gestalt. Dieser Anblick war so furchteinflößend, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schweißgebadet nach Hause kam. Khadija radiallahu anha fragte, was passiert war. Muhammad a.s. zitterte und sagte nur: "Bedecke mich." Der Gesandte war so erschrocken über das, was sich gerade ereignet hatte, sodass er dachte, dass er den Verstand verliert. Doch Khadija radiallahu anha sagte: "Allah subhanahu wa ta'ala wird dich niemals im Stich lassen wegen deiner Rechtschaffenheit, weil du die Bedürftigen unterstützt, den Armen hilfst und großzügig zu deinen Gästen bist." Damit sagte sie ihrem Mann: "Allah liebt dich."